denken vielleicht oft an sowas, aber wollen das gar nicht. Die nehmen das nur zur Stimulation, gedanklich. Aber wenn dann wirklich der Typ mit der Peitsche im Schlafzimmer steht und sagt, halt die Klappe, knie dich hin, sagen die auch, du hier, weißt du, ganz im Ernst, räum deine dreckigen Unterhosen weg und raus mit dir. Ja? Weißt du, das ist der Alltag dann. Ja? Wenn du diesen Drang verspürst, diesem Fetisch nachzugehen, dann hast du das schon irgendwie in dir und lebst das auch aus. Aber du kannst nicht nur, weil jetzt irgendwie alle ein Buch gelesen haben, wo es um SM und Bondage geht und du aber das gar nicht möchtest, dann kannst du das auch nicht machen, glaube ich. Aber 47% aller Frauen können sich das durchaus vorstellen. Ja. Also das ist eine ganze Menge. Wenn ich jetzt mit einer Peitsche ankäme, ich würde halt einfach stumpf ausgelacht. So ist es halt einfach. Ich würde einfach ausgelacht und dann würde alles passieren, aber keinen Sex mehr. Aber ein Kumpel von mir hat das mal sehr gut gemacht, weil er einfach in der Stimmung war. Und die hatten dann, sie waren gerade dabei und irgendwann dachte er so aus der Stimmung raus, pfumm, hat er erstmal eine gezimmert. Und sie lachte und sie guckte ihn wirklich an so, warum? Und er guckte sie und dachte so, ja, ich dachte, du findest das gut. Also fand sie aber nicht. Also der Sex wurde dann auch nicht zu Ende geführt. Oh Gott. Ja, aber er hatte das Gefühl, das ist jetzt die Stunde. Und dann hat er ihr eine gezimmert. Und es war aber genau das Gegenteil von dem, was er machen sollte. Das kannst du ja auch nur machen, wirklich, wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du irgendwie den anderen kennst und darüber auch wirklich sprechen kannst. Da müssen sich dann schon auch wirklich zwei finden. Ja. Und das ist ja so wie, keine Ahnung, es kam ja auch jetzt schon hier so im Jahresrückblick, dieses ganze Verbale und so. Ich meine, wenn man eigentlich jetzt da jetzt nicht so erfahren ist oder das immer so, weißt du, und plötzlich bist du mal nach einem Jahr mit jemandem schon zusammen, plötzlich fängt dann da richtig an vom Leder zu ziehen, dann lachst du erstmal, bist erstmal du da so, hallo, was ist jetzt gerade los? Ne? Blöd ist halt, wenn der eine plötzlich sagt, um ehrlich zu sein, ich habe so in den letzten Jahren ein Rieseninteresse daran entwickelt, mal in so einen Gummianzug zu steigen oder so und dann wird es halt schwierig. Was für Fantasien waren denn so bei deinen Kunden gefragt? Ich muss mal dazu sagen, dass ich auch 14 Tage in einem Domina-Studio gearbeitet habe. Da war ein Domina, also eine ganz attraktive Blondine und ein typisch schwarz gekleidet. Also ich habe die angehimmelt und auf jeden Fall hat die dann ihren Freier gehabt und rief mich dazu, Trixi, komm mal kurz rein, wir brauchen dich jetzt mal hier kurz. Also hier der Horst, der ist ein Schweinchen, ne? Der geht jetzt hier in diesen Sack, in so einen Gummisack, dann ist Horst als Schweinchen, also nicht nur Pferd und Pony, es gibt wahrscheinlich alle, den ganzen Bauernhof denn, der ist dann in den Gummisack und hat dann wirklich so gequietscht und ich sollte auch sein Schweinchen sein und mit in den Gummisack und mit ihm zusammen grunzen. Also wirklich so Trixi, du musst jetzt wirklich grunzen. Ja. Grunzen? Ja, los, guck mal hier mal. Ne, Horst, ne? Bist du ein Schweinchen? Und ich dann auch. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?